So, jetzt ist sie an. Wenn ich dich bei mir haben will, dann soll ich den Stein andütteln, hast du gesagt. Ja. So. Bei dir hatten wir den Mann der tausend Worte. Jetzt gucken wir mal bei mir rein. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal die fette Eskorte. Da komme ich erstmal aus dem Stein geflogen. Ja. So. Hallo. Hallo. Hübsch hast du es hier. Ja, oder? Sieht ganz anders aus als bei dir. Nee, ist echt toll. Aber ich finde es gar nicht so schlimm. Also hier ist eigentlich ganz angenehm. Da ist jemand. So was habe ich noch nie gesehen. Sind Sie ein ortsansässiger Bürger? Hörst du das eigentlich, wenn mein Charakter einfach redet? So, sowas habe ich noch nie gesehen. Ah, okay. Das ist ein bisschen laut immer noch. Der war ja gar kein Problem. Nö. Wow, der Curie, wir sind so stark. Das heißt hier wir. Ja, genau. Ich habe deine Aufnahme gesehen. Ich weiß, wie lange du für ihn gebraucht hast. Ja, genau. Jetzt bin ich natürlich erfahren und so. Ach so. Außerdem, guck mal hier, Nahkampf. Zack, zack. Easy. Wundert mich, dass du keinen Zauberstab findest. Das ist klar, hier ist ein Buch. Ja, hier auch. Was steht denn dein? Wenn dieser Bericht gefunden wird, werde ich sicherlich sterben. Aber ich liebe meine Kaiserin. Was auch immer mit mir geschieht, die Wahrheit ihr zuliebe muss niedergeschrieben werden. Ich, der dies schreibt, bin ein Bewahrer des Ta'en, einer von vielen. Meine Existenz war der Pflege des Baumes des Lebens und damit der Kaiserin und ihrer Unsterblichen gewidmet. Nur wenige kennen die Herzen des Ta'en und der Kaiserin Ginas besser als ich. Moment. Was sie tat, tat sie aus Liebe. Es begann mit dem Besuch des Paxotec-Königs, der Krell. Obwohl der Krieg zwischen Pan und Krell... Hallo, ich lese hier gerade. Yeah. Obwohl der Krieg zwischen Pan und Krell vor Jahren endete, griffen Überfalltrupps aus beiden Welten weiterhin die Schwachen und Wehrlosen an. Unser Waffenstillstand war ein Schein und unser Volk litt immer noch. So kam der Paxotec-König aus ihrer Welt durch die Tür, um eine Audienz bei der Kaiserin zu suchen. Und Ginas, unsere gnädige Herrscherin, gewährte ihm diese Audienz und hörte sich seine Geschichte an. Der Koboldkönig erzählte eine traurige Geschichte von einem schrecklichen Zyklopen, der Tribut von der jüngsten Tochter der Krell gefordert hatte. Das war schon lange so. Das war der Grund, warum der König überhaupt den Waffenstillstand ausgerufen hatte. Aber nach Jahren vergeblicher Suche, seiner Tochter zu retten, kam der König als verzweifelter Vater zu Kaiserin Gina, der einen Segen suchte. Weiter? Also es ist echt viel. Soll ich dir lieber mein Buch vorlesen? Ist eins kürzer. Also bei mir steht die Sonne, erste Schwester der vier. Der Mond, der Krieger des Lichts. Das Leben, der Äther und die Essenz der vier. Der Tod, der große Transformer der vier. Das Reh, die schnellhufige Verkörperung des Lebens. Der Verwüster, die bezahnte Verkörperung des Todes. Und dann habe ich noch der Beginn. Sonne und Mond stehen für den Himmel, das entfernte Firmament. Ihre Launen verraten, wann die Flut kommt oder ob der Tag anbricht. Und fragiles Leben muss drunter hängen, eine Marionette am Faden. Und nur die Wahl macht es möglich, Leben in Freude oder Furcht. Das Unheil. Sie nannten ihn den Verwüster, eine Bestie mit einem Fell so schwarz wie Pech und Zähnen, rot wie Blut. Er verarbeitete den tapfersten Krieger zu Hackfleisch. Furcht überkam alle wie die Nacht. Der Tod durchstreifte Yaisha. Es gab jene, die die Bestie erschlagen sehen wollten, aber es konnte kein Blick auf den Verwüster geworfen werden und das Reh würde ihm in den Tod folgen. Das Grün des Dschungels erblühte unter den Hufen des Rehs. Und worauf wächst das Grün, wenn nicht auf dem Fleisch verstorbenen Lebens? Was würde aus dem Reh werden, wenn der Verwüster erlegt würde? Was würde aus Yaisha werden? Denn obwohl sie im ewigen Streit leben, dient ihr Kampf dem Gleichgewicht und hält den Tod von oben davon ab und zu uns allen herabzusteigen. Die Hoffnung, ein Segen der Hoffnung, mögen diese Schritte des Rehs weite Felder kreuzen. Möge der Wind des Lebens deine
Flöte erklingen lassen. Das klingt falsch. Möge die warme Sonne deine Heimreise erleuchten und das Heulen des Verwüsters dich nicht mit Furcht erfüllen. Und wenn das Reh und der Verwüster im Kreis laufen und wenn die Sonne und der Stamm den goldenen Faden des Lebens weben, während Leben und Sonne von unten ihre Unterstützung geben, wird dem Bollwerk des Rehs alles offenbart. Übrigens, ich gehe nochmal kurz zurück. Das oben in diesem Satz, ich lese den Satz nochmal vor. Denn obwohl sie im ewigen Streit leben, dient ihr Kampf dem Gleichgewicht und hält den Tod von oben ab, zu uns allen herabzusteigen. Also Tod und oben. Oben ist dabei nämlich kursiv geschrieben. Und das unten aus diesem Satz, ich lese den Satz nochmal vor. Während Leben und Sonne von unten ihre Unterstützung geben, wird dem Bollwerk des Rehs alles offenbart. Also Leben und Sonne von unten, Tod von oben. Du müsstest dir das Buch vielleicht auch nochmal angucken, weil hier sind einige Symbole drin. Okay. Und ja, ich weiß nicht, ob wir die Symbole vielleicht noch für ein Rätsel brauchen. Aber ich weiß halt jetzt nicht, ob wir dein Buch weiterlesen sollen, weil meins war halt eindeutig cooler. Ja, auf jeden Fall. Außerdem haben wir die Geschichten von beidem lustigerweise schon so ein bisschen von dem Geschichtenerzähler des letzten Teils gehört. Also im Prinzip in meinem Buch, da kam ja der König der Paxotec, der hat ja Ginas um Hilfe gebeten, seine Tochter zu retten. Und der Baum des Lebens hat wohl nicht nur Früchte hervorgebracht, die Leben schenken, sondern auch die auch Tod bringen. Und da hat sie ihm gesagt, also er hat zu ihr gesagt, er würde die Welten voneinander trennen, wenn sie ihm so eine Frucht gibt. Und sie hat ja gesagt. Und hat ihm quasi dann so eine Todesfrucht gegeben. Dann ist er wieder in die Paxotec-Welt gegangen und dann hat er auch tatsächlich die Welten geschlossen. So stand es, glaube ich, drin. Und seit dem Tage an stirbt aber der Baum. Und alle fragen sich, warum, obwohl Ginas ja etwas Gutes getan hat, der Baum stirbt. Naja, gut, okay. Aber... Ne, alles und für hat wen ja war jetzt die Frucht, die tötet? Für den König der Paxotec. Ja, aber warum wollte er eine Todesfrucht? Das habe ich jetzt gerade überhört. Nein, seine Tochter wurde entführt. Ach so. Und die sie wahrscheinlich entführt haben, denen will er wahrscheinlich die Frucht geben. Ah, okay. Ja, das sind aber mehrere Sachen. Tod von oben, ja. Die Tod von oben, Leben und Sonne von unten. Was übrigens gar keinen Sinn macht, aber ja. Sonne von unten. Na gut. Vielleicht kann man irgendwann vom Baum naschen und muss sich dann entscheiden, welche Frucht man nimmt. Und man weiß dann, Tod ist oben und Übrigens, hier ist noch ein Buch. Oh, willst du oder soll ich? Ah, du hast schon. Sehr gut. Gewürzte Pflaumen, Zutaten. 5 Dochter aus gepökeltem Knörrbeerenfleisch in dünne Streifen geschnitten. Ein halbes Fass mit gepresstem Süßblattsirup. 10 goldene Pflaumen, ein Fass Wasser, ein Drittel Docht des Kristalls. Zubereitung. Also es ist ein Kochbuch. Ah. Okay. Müssen wir uns das vielleicht merken, falls wir irgendwie mal, ne? Nicht servieren, wenn die Aha-Nähe in der Nähe sind. Vielleicht ist das ja wirklich was, was wir... Oh Gott. Mann, ich habe hier auch ein Buch. Kannst ja screenshotten vielleicht oder so. Ja. Der Knorrbär und der Brillit. In der Zeit vor den Unsterblichen saßen ein Knorrbär und ein Brillit mitten auf dem Meer fest und klammerten so sich gemeinsam... So Witz an. Okay. Und klammerten sich gemeinsam an die beiden Enden einer Holzplanke. Er rufte... Nein, Quatsch. Ich wollte jetzt Titanic, aber egal. Ja, doch. An die beiden Enden einer Holzplanke. Keiner von den beiden konnte schwimmen. Und an Land war nicht in... Nein, und Land war nicht in Sicht. So. Der Knorrbär konnte einen einzelnen Brotleib retten. Er nahm mehrere Bissen davon, als der Brillit fragte, würdest du dein Brot bitte mit mir teilen? Ich habe nichts und wir müssen zusammenarbeiten, um es an Land zu schaffen. Der Knorrbär hatte Angst, denn es war nur wenig Brot übrig. Ich kann nur ein kleines Stück Brot mit dir teilen, sagte der Knorrbär, denn wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis wir gerettet werden. Der Knorrbär brach mir für den Brillit einen Bissen ab, der nicht größer als eine Nase war. Kommt auf die Nase an, aber ja. Den ganzen Tag und die gesamte Nacht schwammen sie an die Planke geklammert, soweit sie konnten. Die Sonne ging auf und kein Land war in Sicht. Am nächsten Tag aß der Knorrbär wieder etwas von dem Brot und der Brillit fragte, würdest du dein Brot bitte mit mir teilen? Wieder schaute der Knorrbär besorgt auf das Brot und zögerte, denn obwohl es ein großer Leib war, war es nicht mehr sehr viel. Der Knorrbär reichte dem Brillit wieder einen kleinen Bissen. Wir haben gestern hart gearbeitet, sagte der Brillit. Die Anstrengung hat mich geschwächt. Können wir das Brot nicht gleich gerecht teilen? Du hast viel und ich habe nichts. Das ist gerecht, sagte der Knorrbär, denn ich bin größer und brauche mehr, um bei den Kräften zu bleiben.
Der Brilit entgegnete, aber wir haben gleich viel geleistet. Aber der Gnorbe hatte Angst und wollte nicht mehr teilen. Lass uns wieder zusammenarbeiten, vielleicht erreichen wir heute Land. So schwamm der Gnorbeer und der Brilit einen weiteren Tag und eine weitere Nacht. Aber immer noch war kein Land in Sicht. Als der Gnorbeer am nächsten Tag aß, sagte der Brilit, wir schwimmen seit 3 Tagen und dein Leib ist so groß wie am Anfang. Du hast mehr als genug, aber wenn ich nicht esse, werde ich sterben. Der Gnorbeer schaute auf den Leib und fand, dass der Brilit es falsch sah. Denn obwohl der Leib groß war, war er viel kleiner als am Vortag. Wenn ich ihn zu gleichen Teilen teile, dachte der Gnorbeer, dann reicht er nur noch wenige Tage. Aber wenn der Brilit weniger ist, dann reicht er für Wochen. Bestimmt erreiche ich in dieser Zeit Land. Sei nicht gierig, sagte der Gnorbeer laut. Wenn wir uns anstrengen, dann erreichen wir bald Land und dann kannst du so viel Brot haben, wie du möchtest. Der Gnorbeer gab dem Brilit noch einen kleinen Bissen und sie schwammen einen weiteren Tag und eine weitere Nacht. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, fragte der Brilit nicht mehr nach Brot und der Gnorbeer war dankbar. Als der Gnorbeer sein Frühstück beendet hatte, sah er zum Horizont und sichtete die Spitze eines Berges. Der Gnorbeer triumphierte. Dort, siehst du, zusammen haben wir es geschafft. Doch der Brilit konnte den Berg nicht sehen. Er war zu schwach, um zu sprechen. Er schloss die Augen, legte den Kopf ab und glitt von der Planke in das Wasser. Ohne das Gegengewicht schnellte das Ende des Brilits in die Luft. Mit einem panischen Schrei rutschte auch der Gnorbe ab und versank im Meer. Und nur die Planke und der Brotleib schwammen noch an der Oberfläche. Die Moral? Niemand von uns schwimmt allein. Alles ist miteinander verbunden. Das war eine sehr zerreißende Geschichte. Ich habe dir mal den Hund geschickt. Ich dachte mir, du kannst ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Ja, ich gehe erstmal streicheln. Also hier in dem Buch steht quasi die Geschichte, die uns der Typ schon erzählt hatte, von der Reise der Pan aus ihrer alten Heimat hier nach Yuisha. Mit den roten Witwen und so? Genau, nur das eher aus der Sicht eines Passagiers, aber im Prinzip halt die Reise. Ah, okay. Also würde man, wenn man jetzt einen anderen Weg hier einschlägt, also halt auf einer anderen Map gespawnt wird und so, kriegt man die Geschichte trotzdem grob mit, aber halt aus einer anderen Perspektive vielleicht und vielleicht auch... Vielleicht wären wir hier ja trotzdem irgendwann hingekommen. Ist die Frage, ja. Aber ich versuche halt auch so ein bisschen übers Spiel so und die Mechaniken und dies, das und so. Die Mechanics. Mechanics. Achso, gab es hier noch einen anderen Weg? Ja. Wir können auch noch... Dann gehen wir erst gegenüberliegend. Nein. Ist doch scheißegal. Gegenüberliegend, da sind wir hergekommen. Nein. Aus. Digger. Wie hast du mich genannt? Weißt du, dass mich jetzt Kraftopia hops genommen hat? Weil Spoiler, mit C rollt man hier nicht. Das war jetzt gemein. Sehr schön. Vor allem, was ich witzig fand, er hat auf dich geschlagen und hat mich getroffen. Okay, aber wenn es dich tröstet, mich hat er auch getroffen. Ja, aber es ist ja lächerlich. Aber es ist noch lächerlicher, dass er einfach eine Sackgasse ist. Dom, dom, dom. Wären wir doch gleich in die andere Richtung gelaufen. Wo hast du uns hier hingeschickt? Ich? Ich hab gar nichts gemacht. Wir haben nichts bekommen, weil es falsch war. Ja. Und wie fühlst du dich da in deiner neuen Umgebung? Ja, es ist hell. Warum läufst du jetzt da an? Sehr, sehr hell. Achso, weil wir da schon mal waren. Yes, korrekt. Ich wollte noch mal gucken, ob wir alles haben. Du wolltest dein Buch doch noch mal fertig lesen. Ja. Ich bin ja gespannt. Jetzt müssten wir hier ja auch recht schnell auf Bosse stoßen. Vor allem, wenn ja die normalen Mobs hier schon so crazy sind, dann will ich vielleicht gar nicht wissen, wie die Fans-Bosse sind. Naja, im Prinzip müsste ja Gina eh noch leben, oder? Ja. Oh, hier ist direkt schon eine Tür. Aber ich glaube, da geht's weiter, dann gehen wir da nicht lang. Aber geradeaus war ja eine verschlossene Tür. Und da ist anscheinend auch ein Ausrufezeichen, das heißt, Dings, Ja, ich sage, hier geht's weiter. Das ist ja nicht so cool.
Hast du das auch gehört? Ja. Es klang, als hätte jemand auf uns geschossen. Nein, da hat jemand geflüstert. Echt jetzt? Es klang für mich wie so ein... Hallo. Aufmachen! Pizza. FBI, aufmachen! Ja. Ich glaube doch aber eher, dass da ein Boss ist, oder? Es scheint hier die Sonne rein. Oyana, komm. Lol, sind wir jetzt direkt schon bei Königin? Ist ja witzig. Wir haben gewartet. Dann hätte ich ja direkt mal einen witzigen Weg. Aber ganz ehrlich, die Cute am Baum war schon so... Aber sie ist doch eine rote Witwe, oder? Boah, Junge, die hat ganz schöne Rückenprobleme. Es steht vor der ewigen Kaiserin. Tatsächlich, Deon. Siehst du, ich habe halt gleich den Herrscherweg eingeschlagen. Aber dennoch, er ist schuld. Hofloser, untauglicher. Hallo. Hey, ruhig bleiben. Sehr gut. Wow, vielleicht können wir darüber reden? Dir folge ich nie wieder. Aber es soll sprechen, Paxoltec. Welche Leiden bringt es diesmal? Hey, ich sehe deine Antworten diesmal. Aber, nee, ich sehe, glaube ich, nicht, was du aussiehst, ne? Weiß ich nicht. Also, ich hovere jetzt über alle drei. Wild. Nee, das sehe ich nicht. Okay. Also, ich habe zur Auswahl. Achso, siehst du. Nee, das sehe ich. Ich weiß nur nicht, was du nimmst. Was würdest du denn nehmen? Mit wem spreche ich? Was ist das für ein Ort? Eigentlich wissen wir es ja schon. Ich würde das Letzte nehmen. Ihre Majestät ist von dessen Solipsismus nicht überrascht. Von den Krell über Fort bis hin zum Zerstörer dehnt das Paxoltec immer den Bedürfnissen des Selbst. Ich würde ja ein bisschen nett bleiben. Okay. Deswegen würde ich um Verzeihung bitten und nur Informationen suchen. Mhm. Oh, war gut. Ihre Majestät kennt den Weg zum Ziel des Paxoltec. Das untere klingt schon wieder so ein bisschen keck. Mhm. Also würde ich das obere nehmen. Das klingt so von wegen, ja, was willst du denn dafür, hä? Ja. Ihre Permanenz hat viele Leben damit verbracht. Meinst du, sie ist nur noch eine Marionette und der Dude da oben hat eigentlich das Sagen? Der heilige Baum gewährt Unsterblichkeit. Also erstens mal ist der Dude da oben eine Frau. Die Dudette? Sorry. Braucht Erlösung. Ach so, meinst du die Dudette? Die Dudette ist die... Ach so, okay, das ist gar nicht die... ich dachte, die redet. Okay. Nein. Ich habe das völlig missverstanden. Alle tanzen zum selben Weg. Verschiedene Töne, verschiedene Teile, dieselbe Melodie. Das Paxoltec sucht nach Wissen über seine Clementine. Dieses Wissen ist weder Geschenk noch Belohnung und kommt doch als beides an. Um die Gnade ihrer Ewigkeit zu erlangen, muss es sich als loyal erweisen. Denn ihre Majestät wird keine weiteren Sünden erdulden. Das ist nicht die Art. Nein. Sollen wir erstmal mitspielen? Töten werde ich wirklich nicht, ja. Er verdient den Tod und verabscheut dennoch die Alternative. Ihre Unendlichkeit ist zu gnädig, aber lässt ihn dennoch selbst entscheiden. Warum guckt er mal die behaarten Haare an? Ja, das dachte ich mir. Sie wünscht sich nur, Nun Yutav zurück zu den Pan zu bringen. Ihr Volk aus dem Abgrund zu holen, der durch die Entzweiung entstanden ist. Aber die Monstrosität verdirbt ihren Willen. Ein Schrecken erbärmlich in ihren Augen. Möge das Paxoltec sich diesem dunklen Geist stellen. Du hast da vorhin von einem Dude erzählt, ja? Fluch, sondern ihre Klinge. Wir kennen ja noch jemanden, der ewig lebt. Meinst du, der ewige König war der Dude, der die Welten geschlossen hat? Und meinst du, der ist quasi der, der das Ganze quasi verdammt hat? Aha, okay. Weil der hat ja auch scheinbar schon viele Jahre auf dem Buckel und seine Welt gerettet, indem er andere Welten geopfert hat und so. Mhm.
Aber der hat nie was von einer Tochter erzählt, sondern eher der Ford. Und der Pax, also wir sind doch ein Paxotec und ich habe davon erzählt, der Paxotec-König. Ach so, okay, okay. Also könnte es eher Ford gewesen sein, der seine Tochter gesucht hat. Ja, gut. Deswegen hassen die uns ja wahrscheinlich auch so allgemein, weil wir ja halt, ne? Ja gut, die hassen uns ja in erster Linie, weil der Vorgänger-Dude ja alle möglichen Leute umgebracht hat, die denen ja wichtig waren. Also den Wächter und dies, das und ne. Immerhin heißt ja unser Vorgänger ja der Zerstörer. Also den ja, aber mit dem haben wir doch nichts zu tun. Das ist wie mit den Deutschen und, ne? Das ist halt, wir müssen halt jetzt ausbaden, dass halt da einer Keck war. Und wir müssen halt ausbaden, dass wir im ersten Teil halt gemacht haben, was wir gemacht haben. Okay. Und ich würde es wieder tun. Nein. Doch. Also, ich habe Fragen. Mhm. Schon wieder die Bestie töten. Dann stelle es seine Fragen. Aber es sollte nicht die Gnade ihrer Ewigkeit testen. Wie ich das sehe, brauchen die uns. Die sollten vielleicht mal ein bisschen netter sein. Wetten, die wollen, dass wir den Wolf töten? Ja, das macht ja aber keinen Sinn. Die törichten Kurikuri könnten die Wünsche der Sonne eher begreifen, als die Paxotec die Kräfte ihrer Permanenz begreifen könnten. Ich bin ein ziemlich schlauer Fuchs. Es spricht jenseits seiner Position. Wir erklären uns Paxotec nicht. Ich habe das übrigens genommen. Wenn es noch einmal fragt, echt jetzt? Wird die Antwort durch Stahl erfolgen. Wie gemein. Das nimmst du jetzt nicht. Ich wette, wenn man die reizt, dann... Ne? Na gut, ich verstehe schon gut. okay, was genau ist diese Monstrosität? Ist es erforderlich, um der Ewigkeit zu gehorchen? Ja, ist es. Vielleicht würde es seine Klinge schärfen, wenn es den Teufel so hassen würde. Aber wenn es wirklich fort ist. Wir hatten einst einen Wächter. Nee, ich glaube, das Gott ist. Ah, okay. Gesichter. Oha. Dieser okay. Eine von vielen wurde von Paxotec zerstört. In den verrottenden Überresten des Wächters haben sich die Saat und Verderben zu einem Schrecken und Spott der Göttlichkeit verflochten. Okay. Das zweite? Oder das erste? Nimm einfach irgendwas. Dann sieht es die Wahrheit. Die Monstrosität ist eine Beleidigung des eigentlichen Gefüges Jaeschas. Was geschieht, wenn ich diese Monstrosität töte? Ja, Tüte. Tüte? Frieden und Bedeutsamkeit, Paxotec. Nun, Jutaf wird erneut zum ewigen Hof. Dieses Nun macht mich fertig. Nun, Jutaf. Die derer würdig sind. Und die Unsterbliche wird ihren Huf durch das schwarze Herz der Saat treiben. Eigentlich muss ich ja sagen, dass ihre Handhabe bisher nicht sehr sympathisch war von der Unsterblichen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so gut ist, wenn die länger am Start bleibt, aber... Kann diese Unsterblichkeit geteilt werden? Fragezeichen? Oder nicht so? Echt jetzt? Das reizt dich? Weiß ich nicht. Na gut, dann klingt es halt gut. I guess. Das Ende der Saat ist ein Segen. Das stimmt allerdings, ja. Ihre Ewigkeit sehnt sich danach, sie in Vergessenheit zu singen. Okay. Was ist dem Ort widerfahren? Du hast eine Entzweihung erwähnt. Als der dunkle Geist seine Fäulnis in unseren Gott trieb, wurde die Hülle des gesegneten Ta'en bösartig. Der ewige Tempelturm wurde entzweit. Unsere Welt hängt nun an seinen Ranken und unsere Zukunft an einem noch dünneren Hoffnungsfaden. Wen könnten Sie denn mit dem Gott der vielen Gesichter meinen? Na, das haben Sie doch, das hat doch der andere Typ erklärt. Ja, schon klar, aber wer war das? Haben wir den gesehen jemals? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ja, anscheinend haben wir ihn doch gekillt. Ja, aber irgendwie auch nicht. Oder meinen Sie den Drachen? Weil der hat ja aber eher die Saat gedingst. Und der Schmetterlingsboss kann es nicht gewesen sein. Und die optionalen Bosse können es nicht gewesen sein. Sein Mitgefühl ist eine schlechte Entschädigung für das, was seinesgleichen die Pan gekostet hat. Wie wäre es, wenn du deine Fresse hältst? Der Weg Alter, zum weißt du? Ist weder einfach noch sicher. Werden sie wechseln. Wir müssen uns das nächste Mal, wenn wir das Spiel nochmal starten, ja, müssen wir uns entscheiden.
Beweise es, dass es ein Pax Holtec gibt, das Leben nützlicher ist als Tod. Ob wir unseren Weg gehen und die alle wegmachen oder ob wir deren Wege gehen. Ich meine, den ersten haben wir auch mehrmals gespielt, von daher. Ich muss mal ganz kurz das Rollo ein bisschen runter machen. Ich sehe nämlich gerade gar nichts mehr. Kleinen Moment. Wo gehen wir hin? Na, wir gucken, was hier so links, rechts ist und dann gehen wir wieder. Weil scheinbar geht es hier ja nicht weiter. Na gut. Aber die scheint ja optional gewesen zu sein, weil eigentlich offiziell weitergegangen wäre es ja scheinbar beim Ausrufezeichen. Stimmt eigentlich, ja. Aber witzig, dass ich glaube quasi genau bei meinem Spielstand da rauskomme, wo wir beim anderen Spielstand von gehört haben. Also was heißt anderer Spielstand? Im Prinzip bist du ja das letzte Mal nicht reingekommen ins Spiel, also bin ich dir gejoint, dann haben wir bei dir ein bisschen gespielt und jetzt sind wir hier. In dem Spielstand, in dem ich ursprünglich war. Also in meiner Welt. Ja, aber in meiner Welt. Ohne mich würde man das hier gar nicht verstehen. Ja, ja, oder meine ganzen Bücher, aber... Ja, dann gehen wir jetzt halt da rein. Yeah. Ja, vielleicht ist hier ja schon die Bestie. Glaube ich nicht. Direkt nebenan. Ich hab so einen leuchtenden Kristall in da auf der 5. Ja, das, ich weiß nicht, was das sein soll. Das haben wir aber gerade irgendwie... Ja, es hat mich aufgehoben in der Kiste da, aber ich wusste nicht, dass das was ist, was man benutzen kann. Dass es etwas von Relevanz ist. Nein! Oh Gott. Pack's wieder weg, Junge. Es ist ein Leuchtstein. Ja, ja. Wenn dieser geworfen wird, folgt eine Explosion in einem Radius von 4 Metern, die 82,5 Schaden verursacht und eine mysteriöse Nebelwolke zurücklässt. Diese verursacht 10% zusätzlichen Schaden bei Gegnern. Laufzeit des Debuffs, 10 Sekunden, nachdem ein Gegner den Nebel verlassen haben. Dauer? Also eine Granate. 15 Sekunden. Scheint so, ja. Die Frage ist, okay. Wir haben noch keine Heimlichkeit entdeckt. Also, gib dir Mühe, los. Jetzt sieht's so aus wie bei dir. Stimmt, ja. Wäre so witzig, wenn wir jetzt wieder bei der Labertasche rauskommen. Nein, meine Schwester sagt nein. Das wäre so witzig. Dann gehen wir wieder in mein Spiel. Nein, dann lassen wir die Labertasche labern und dann... Wobei, ja, wir können ihn ja diesmal durchklickern. Vorsicht, Mob. Vielleicht kommen wir ja diesmal wenigstens nicht diese komischen... Okay. Wo ist unten? Na, anderer Weg runter. Okay. Vorsicht, ich laufe erst eine halbe Stunde die Leiter hier. Okay, cool. Meinst du ein lila... Ah, lila Item, okay. Wahrscheinlich werde ich da von der anderen Seite auch... Wow, auch lange kommen. Okay, Entschuldigung. Dann geh doch deinen anderen Weg. Nein. Nein, ich kann dich ja nicht allein lassen. Im Gegensatz zu dir. So. Was soll denn das heißen? Schon okay. Oh, siehst du, wir haben direkt einen noch coolen neuen zweiten Ring. Und der ist direkt Englisch. Echt jetzt? Ja. Der ist so krass, dass die den nicht mal auf Deutsch bringen konnten. Bollwerk? Ja, das heißt Bollwerk auf Deutsch, aber ich meine, theoretisch ist es, glaube ich, wenn du auf die Fräse kriegst, dass du weniger Damage kriegst. Also, dass du quasi... Aber nur, wenn du in 7 Meter Range von dem Gegner bist. Ja, halt, wenn du Melee-Schaden kriegst von dem Gegner, dann geht Bollwerk hoch. Das ist ja kacke. Nein, Bollwerk. Hä, zweiter Ring ist besser als kein Ring, okay? Ja. Wow, ich bin Level 2 Draufgänger. Oh. Der Curry, das ist der Wahnsinn. Was war das? Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Fame.
Oh, triff doch, Junge. Da ist was Großes. Nein!